Heute ist eine Klimawahl. Und wir haben jetzt die letzte Chance auf eine Klimaschutzregierung mit maximal starken Grünen, um beim Klimaschutz wirklich ernst zu machen und das 1,5-Grad-Limit hier in Deutschland zu schaffen. Ich habe im Haustürwahlkampf eine 76-jährige CDU-Stammwählerin erlebt. Und die hat mir gesagt, Herr Gehring, ich wähle jetzt zum ersten Mal mit beiden Stimmen grün, weil ich Angst habe um die Zukunft meiner Enkel und jetzt endlich Klimaschutz ernst genommen werden muss. Liebe Essenerinnen und Essener, macht es wie diese Frau. Seit 40 Jahren sagt uns die Klimaforschung das voraus, was wir jetzt gerade erleben. Und es kotzt mich an, dass so wenig passiert. Es muss jetzt nicht noch mehr über Klima geredet werden, sondern Klimaschutz ernsthaft gemacht werden. In allen Sektoren. Es braucht doch die Energiewende. Es braucht eine Verkehrswende. Es braucht eine Agrarwende. Es braucht eine Bauwende. Da muss so viel gewendet werden, damit sich endlich was ändert. Und ich kann es nicht mehr hören in diesem Wahlkampf. Wenn gesagt wird, Klimaschutz ist zu teuer. Wir haben vor 3 Wochen im Deutschen Bundestag 30 Milliarden Euro freigeben müssen für die Hochwassergebiete zum Wiederaufbau. Ja, es ist doch nichts teurer als kein Klimaschutz, liebe Leute. Und dann kann ich es auch nicht mehr hören, dass gesagt wird von CDU, FDP, Klimaschutz ist unsozial, ist zu teuer, unsozial. Und das sind genau die politischen Kräfte, die genau dann ihr soziales Gewissen und ihr soziales Herz entdecken, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht. Bei Mindestlohn blockieren sie, bei besserer Pflege blockieren sie, bei gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist nichts passiert und wir haben das eben alles beschrieben bekommen. Und deswegen ist es doch so klar, dass wir als Grüne dann auch unsere Klimaschutzmaßnahmen sozial abpuffern, dass wir einen Klimabonus haben, dass wir ein Energiegeld haben, dass wir die EEG-Umlage absenken wollen und dass wir kleine und mittlere Einkommen entlasten wollen, damit wir alle mitnehmen, weil Klimaschutz ist für alle da. Klimaschutz ist im Übrigen auch Gesundheitsschutz und die Ärmsten der Armen sind besonders betroffen von der Klimakrise. Also anpacken, weil Klimaschutz Zukunft ist. Und ein letzter Punkt, wir wissen das ja gerade hier in Essen und im Ruhrpott. Wir sind sozialverträglich aus der Steinkohle ausgestiegen. Wir haben uns als Essen immer wieder neu erfunden. Kulturhauptstadt, grüne Hauptstadt, Wissenschaftsstadt, auch hoffentlich bald Stadt der Fotografie. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Essenerinnen und Essener, das ist einfach Zukunft. Und Deutschland und Europa können mit dem Green Deal Pioniere des Wandels sein. Wir können Innovationsweltmeister werden, wenn wir es anpacken und nicht verzagt sind. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir am 26.09. endlich maximal stark eine deutsche Bundesregierung anführen können, um dann Klimaschutz ernsthaft zu machen.